Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugängen. Ich habe ein paar Einzelkarten beim lieben Erik gekauft und um welche Karten es sich dabei handelt, das erfahren wir nach dem Intro. Das Paket kam schon vor einer Weile, das ist bloß noch die Hülle. Ja, also es ist schon leer sozusagen, ich habe das schon alles aufgenommen. Wir hatten aber auch einen kleinen Bonus dabei, und zwar haben wir bekommen einmal das Starpack 2014. Ja, das waren noch Zeiten, mit dem Starpack 2013 habe ich nämlich angefangen, da bin ich wieder in Yu-Gi-Oh! Eingestiegen. Dann haben wir das Starpack Battle Royale bekommen und zu guter Letzt was richtig Teures, nämlich ein weiteres Booster von diesen spanischen Promo-Packs, die es damals zu den ersten Starter-Decks dazu gab. Wer nicht weiß, was das sind relativ seltene Packs, die sind nur in Spanien rausgekommen und die wurden gratis ausgegeben, um diese Starter-Decks zu promoten, und die sind mittlerweile relativ teuer, da wird uns demnächst auch ein ganzes Display erwarten, das ich allerdings nicht aufmachen werde, dass sich das nicht lohnt. Gut, ja, ich würde sagen, Film ab. Wir starten durch mit dem antiken Feendrachen aus Ancient Prophecy in Ultimate Rare First Edition Nirmynd, ein echter Klassiker. Als einer von fünf auserwählten Drachen der 5Ds Anime-Serie sicherte sich der antike Feendrache schnell einen Platz im Herzen der Fans. Wir erinnern uns, die fünf auserwählten Drachen waren der Schwarze Rosendrache sowie der Sternenstoppdrache, welches wohl die zwei bekanntesten und wohl beliebtesten Karten der ganzen Ära waren. So wie der antike Feendrache, der Lebstromdrache und der Nahtlicht-Rotdrachen Erzunterwäldler, die sich unter einer übergeordneten Macht, dem Feuerroten Drachen, den wir als Ultimaia Zolkin kennen, versammelten. Der antike Feendrache ist ein buntes, farbenfrohes und doch recht mystisches Monster, das hervorragend umgesetzt wurde und zu den schönsten Monstern meiner Meinung nach der ganzen Ära gehört. Mit fast 35 Euro Wert weist die Karte einen stattlichen Wert auf und ist quasi ein Muss für jeden 5Ds-Fan, der seine Sammlung positiv ausbauen möchte. Aber was haltet ihr vom antiken Feendrachen und vor allen Dingen in welcher Rarität gefällt er euch am besten? Wir erinnern uns, es gibt ihn als Secret Rare, es gibt ihn als Ultra, es gibt ihn als Ultimate Rare und als Ghost, und ich glaube, als Kamen müsste er auch irgendwo rausgekommen sein. Weiter geht's mit einem echten Klassiker. 2002 erblickte die Karte Raigeki im Rahmen des Sets Legend of Blue Eyes White Dragon das Licht der Welt und war von Beginn an eine der dominierendsten Karten im Spiel. Zwei Jahre später erhielt die Karte ihren ersten Reprint in Dark Beginning 1, wo sie auch einen Rarity Upgrade erhielt, nämlich von Super auf Ultra Rare. Und das ist auch das Exemplar, das wir hier sehen dürfen. Ein uralter Schatz, der viele, viele Ordner eingefleischter Sammler ziert und auch in der heutigen Zeit bei Spielern aufgrund vergangener Relevanz ein großes Ansehen genießt. Ein weiterer Reprint erfolgte in den Legendary Collections 3 und 4, wo sie nochmal einen Rarity Upgrade erfuhren von Ultra Rare auf Secret Rare, und dann wurde es erst einmal still um die Karte. Jeder dieser Karten aus jedem dieser Sets hatte einen stattlichen Wert, bis sie im Rahmen von Konamis Reprint Hysterie innerhalb der letzten Jahre weitere Reprints in Black sowie Shatterfoil Rare Ultimate und Gold Rare sowie einen weiteren Ultra Rare Reprint erfuhren. Für ein Raigeki aus Dark Beginning 1 in Nirmynd und deutscher Auflage bzw. deutscher Sprache bezahlt man aktuell um die 20 Euro, was rund 10 Euro weniger ist als zu ihrer Bestzeit vor den Reprints. Wir kommen zum letzten Krieger eines anderen Planeten, einer alten Fusionsmonsterkarte aus Labyrinth of Nightmares Erstauflage und in deutscher Sprache. Lange Zeit wurde die Karte nicht wirklich ernst genommen. Als eine von 10 Ultra-Rare-Karten aus Labyrinth of Nightmares galt der letzte Krieger eines anderen Planeten lange Zeit als ungeliebtes Kind und tut es auch in Teilen heute noch. Viele Exemplare dieser Karte fanden damals in Waschmaschinen, Hosentaschen oder auf den Schulhöfen ein jähes Ende, und ich meine, wer von uns kennt das nicht? Bis auf einen weiteren Reprint in Dark Beginning 2, wo er nochmal als Super Rare auf den Markt gebracht wurde, erfolgt noch keine weiteren Auflagen der Karte, was den letzten Krieger eines anderen Planeten zu einer mittelseltenen Karte alter Tage macht, die nur schleppend an Beliebtheit gewinnt, was sich natürlich auch im Preis niederschlägt.
Tja, denn ein Nirmint-Exemplar, eine Nirmint-Erstauflage in deutscher Sprache ist auf Marke schon für 19 Euro erhältlich. Wer rastet, der rostet. Und deshalb geht es jetzt fix weiter mit dem Drachenodem des Infernos aus Dark Revelation 3. Die Karte ist sozusagen das Gegenstück zum Drachenodem der Zerstörung und kam ursprünglich in Soul of the Duelist in Ultra und Ultimate Rare auf den Markt. Die Karte besticht durch ein düster schönes Artwork, das jedem Fan düsterer Karten metaphorisch gesehen die Tränen in die Augen treibt. Vor einiger Zeit noch hoch im Kurs hat die Karte einen gnadenlosen Absturz erlebt und ist für aktuell wenige Euro zu haben. Dark Revelation 3 so 3,50 Euro, Soul of the Duelist Ultra Rare in etwa 4,50 Euro als Erstauflage. Auch Sammler interessieren sich eher weniger für die Karte, mit Ausnahme derer, die die kompletten Booster-Editionen sammeln, was ich persönlich doch recht schade finde, da diese Karte zwar nicht sehr selten ist, jedoch eine bemerkenswerte Umsetzung und künstlerische Begabung des Designers dokumentiert. Aber was haltet ihr von der Karte? Findet ihr, die Karte ist schöner als das Drachenodem der Zerstörung? Habt ihr sie in der Sammlung? Verbindet ihr etwas mit der Karte? Wie steht diese Karte bei euch im Kurs? Lasst es mich wissen. Denkt man an Yugi Muto, wird einem recht schnell die Karte Buster Blader in den Kopf schießen. Ein recht ikonisches Monster mit einem unverwechselbaren Artwork, das sich im Laufe der Zeit zu einem Thema entwickelt hat. Ursprünglich erschienen in Pharaoh's Servant war die Karte von Anfang an eine der beliebtesten Karten des Sets, nebst Jinzo selbstverständlich, und Pharaoh's Servant war im Allgemeinen auch ein sehr beliebtes Set, das einige gute Karten innehat, und eine davon war eben auch der Buster Blader, damals eben in Ultra Rare. Die Variante, die wir hier sehen, kommt aus BPT, einer nur in Englisch erschienenen Tinbox-Reihe, und kostet roundabout 10 Euro das Stück. Aber was haltet ihr von dieser Ikone der Yu-Gi-Oh! Geschichte? Lasst es mich wissen. Weiter geht's mit Elementarheld Neos, dem Mainmonster von Jaden Yuki, um welches sich im späteren Verlauf der Serie sein ganzes Deck aufbaut. Die Karte kommt aus der Collection Tin 3 Reihe und ist in etwa 4,50 Euro bis 5 Euro wert, was tatsächlich um ein Vielfaches mehr ist als einige der Promos vergangener Collection Tin 1 und 2 Reihen. Mit seinem recht simplen und einprägsamen Artwork kombiniert mit einem Hintergrund, das das gezeigte Monster farblich wie designtechnisch wunderbar unterstützt, hat sich die Karte neben den zahllosen Heldenfusionen einen sicheren Platz in jedem Binder gesichert, der das Thema rund um GX und den Elementarhelden behandelt. Ich persönlich finde Elementarhelden Neos, abgesehen von den Klassikern Burstinatrix, Avian und eben Sparkman, der schönste Nicht-Fusions-Elementarheld der ganzen Reihe ist und bin froh, ein weiteres Exemplar in meine Sammlung aufnehmen zu dürfen bzw. in meine Sammlung begrüßen zu dürfen. Elementarheld Donnergigant ist die Fusion aus Elemental Sparkman und Clayman und erschien erstmals in The Lost Millennium. Wir haben hier ein deutsches Exemplar in Ultimate Rare, welches allerdings aus einer Special Edition stammt und dementsprechend unlimitiert ist. Nichtsdestotrotz hat die Karte einen stolzen Preis von 20 Euro, was für Elementarheldenfusion eigentlich nichts ist. Man denke nur an Aeneos in First und Ulti. Aber dennoch für eine unlimitierte Karte ein betrachtlicher Wert. Donnergigant ist ein schöner Elementarheld, allerdings auch eine der etwas weniger beliebten Fusionen. Im Angesicht seiner Konkurrenz, bestehend aus Karten wie Aeneos, Tempest und Wild Edge und Co., verblasst der Donnergigant bedauerlicherweise in vielen Sammelalben, was sich ebenfalls im Preis niederschlägt. Als deutsche Erstauflage darf man übrigens dennoch 80 Euro für einen Donnergiganten zahlen, was dann wieder eine ganz andere Hausnummer ist. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr Elementarhelden-Fans? Sammelt ihr Elementarhelden-Karten? Sammelt ihr speziell die Fusionen? Was wohl die meisten tun werden, die Elementarhelden-Fans sind? Welche Elementarhelden habt ihr? Habt ihr den Donnergiganten? Wie oft habt ihr ihn? Lasst es mich wissen. Speziell die 5Ds-Ära glänzte immer wieder durch Secret Rares, die man so eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hat, wie beispielsweise dem Flötenspieler, Sniffus oder auch dem Kaktus-Bouncer, der erst durch seinen Reprint in Ultra Rare wieder wirklich in Erinnerung gerufen wurde. Aber auch GX hat die ein oder andere Secret Rare im Petto, die man heutzutage gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Und eine dieser Secret Rares ist der Königshai der Unterwelt aus Tactical Evolution. Auch wenn ich sage, dass es nur wenige Fischmonster gibt, die wirklich übertrieben geil und badass designt worden sind, muss ich gestehen, dass es mir der Königshai echt angetan hat. Die Erstauflage kostet in etwa 4 Euro, ist dementsprechend relativ günstig und darüber hinaus ein absoluter Hingucker. Natürlich ist die Karte keine wirkliche Ikone der GX-Ära, sondern mehr eine Karte, die halt nice to have ist. Aber ich finde, die Karte sollte in der Welt der Sammler wesentlich mehr Aufmerksamkeit erfahren, als sie das bisher getan hat. Erschienen ist die Karte im Übrigen, abgesehen von Tactical Evolution, im Battle Pack 1 sowie im Turbo Pack 5 als Common. Apropos GX, erinnert ihr euch noch an die alte Freundin von Jaden?
die der Gute dann ins All katapultierte und welche sich dann auf dem Abstellgleis gefühlt hat? Richtig, wir sprechen von Yubel, die im Anime nicht nur eine Monsterkarte, sondern auch Freund sowie Gegenspieler von Jaden Yuki war. Wir erinnern uns, es gibt drei Formen dieser Karte. Einmal Yubel, Yubel Terrorinkarnation und Yubel der ultimative Albtraum. Zweiteres haben wir hier aus Phantom Darkness, einem der letzten Booster der GX-Ära, die dort in Ultra sowie Ultimate Rare erschienen. Auch hier haben wir wieder ein Exemplar, welches aus einer Special Edition stammt und dementsprechend unlimitiert ist, was sich auch im Preis niederschlägt. Für eine unlimitierte Terrorinkarnation auf Deutsch in Nirmin zahlt man schlappe 3 Euro, wobei die Erstauflage der Karte auch nicht unwesentlich teurer ist. Auch um Yubel gibt es einen massiven Fankult und aufgrund ihrer Präsenz im Anime und den unverwechselbaren Artworks aller drei Versionen ist diese Karte natürlich ein absoluter GX. Eine absolute GX-Ikone, kann man schon fast sagen. Kleiner Fun Fact: Der ultimative Albtraum hat in Japan einen deutschen Namen. Das extremer Traurigdrachen. Von GX zu 5Ds. Der Gojo-Wächter war vor langer Zeit mal eine sehr spielstarke Karte und hat sich daher nicht zuletzt wegen dem Anime in die Köpfe von Sammlern und Spielern gebrannt. Sein Hype ist längst vergangen, sein Wert längst im Keller, aber seine Schönheit bleibt, denn diese Karte ist mit einer der schönsten Kriegermonsterkarten im Laufe der 5Ds-Ära released worden und speziell in Secret Rare ein echter Hingucker, nur noch übertroffen von der Ultimate Rare-Version. Aktuell zahlt man für ein Secret Rare Exemplar der Collection Tin 5 Reihe umgerechnet 50 Cent, was diese Karte im Prinzip zu einer absoluten Billo-Karte macht. Nichtsdestotrotz ist das für mich ein Monster, das ich unbedingt nochmal haben wollte und aus diesem Grund habe ich es mir auch nochmal rangeholt, auch wenn mein eigentlicher Bedarf an der Karte in Secret Rare schon mehr als gedeckt ist. Aber was haltet ihr vom Gojo-Wächter und im Allgemeinen von Gojo-Karten? Findet ihr die cool? Ist die überhaupt noch irgendwo einsetzbar? Ich habe, was das angeht, keine Ahnung, da könnt ihr mich ja ein wenig unterstützen. Schreibt es mir in die Kommentare oder nebenan in den Live-Chat. Wo wir eben von vergessenen Secret Rares alter Tage sprachen, Cactus Bouncer aus Ancient Prophecy ist eine davon. Wobei man sagen muss, dass sie seit ihrem Reprint in Battles of Legend, Light's Revenge und Ultra Rare wieder etwas eher im Gedächtnis der Leute wiederbelebt wurde. Davor allerdings gehörte sie zu der Sorte von Karten, wo Leute erstmal einen Moment nachdenken mussten, wenn man sie darauf ansprach. Auch hier haben wir ein unlimitiertes Exemplar, welches aktuell für 1 bis 2 Euro zu haben ist und auch als Erstauflage nur unwesentlich mehr kostet. Designtechnisch handelt es sich beim Cactus Bouncer oder auch Cactus Türsteher zu Deutsch um ein echt gelungenes, einprägsames Artwork, das dem, was man von Yu-Gi-Oh! Kennt und liebt, gerecht wird. Aber was haltet ihr vom Cactus Türsteher? Habt ihr sie? Mögt ihr sie oder kennt ihr sie vielleicht gar nicht? Lasst es mich wissen in den Kommentaren oder im Live-Chat. Mit Galactic Overlord hielten einige teure und begehrte Karten Einzug ins TCG, darunter auch der Neo-Galaxie-Augen-Photon-Drache. Eine Karte, die nicht nur sehr spielstark schien, sondern auch durch eine einzigartige Farbgebung Reden von sich machte und die damals wie heute ein Muss für jeden Galaxie-Augen-Fan ist. Erschienen ist die Karte in dem Set in Ultra Rare sowie in Ultimate und Ghost Rare. Im Laufe der Zeit erhielt die Karte den ein oder anderen Reprint in Ultra Rare, was den Preis der Karte selbstredend, mal wieder, wer hätte es gedacht, in den Keller stürzte. Während man also vor nicht allzu langer Zeit noch 15 Euro für eine englische Erstauflage bezahlen musste, kann man diese heute schon für schlappe 3,50 Euro aus dem Originalset erwerben. Das Magiebuch der Prophezeiung ist ein moderner Klassiker. Was damals das Buch des Mondes und Co. war, sind heute die Magiebücher und das Magiebuch der Geheimnisse ist wohl eines der schönsten davon. Mit 3,50 Euro ist die Karte in ihrer unlimitierten Ausführung eine günstige Alternative, um Sammelalben zu verschönern oder Konzeptalben zu unterstützen, beziehungsweise Konzeptsammlungen zu unterstützen. Eine deutsche Erstauflage hält man schon für 4 Euro, nur die Ultimate Rare Variante dieser Karte ist mit knapp 35 Euro für eine unlimitierte und 45 Euro für eine Erstauflage nach wie vor extrem teuer. Vermutlich müsste man auch für die Ultra Rare einen ordentlichen Mehrbetrag zahlen, wäre sie nicht in Battles of Legend gereprintet worden. Das soll es aber auch schon gewesen sein mit der heutigen Folge Neuzugänge. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.